ist das Original, was ist die Kopie? Anhand dieser Beispiele ist deutlich zu erkennen, mit welchem Problem viele Unternehmen zu kämpfen haben. Denn auch wenn sie ihre Produkte patentieren lassen, sicher vor Imitation sind sie nicht. Um auf diese Fälschungen aufmerksam zu machen, bekamen 10 Produkte und ihre Originalhersteller den Plagiariuspreis verliehen. Zum 41. Mal wurden Firmen mit dieser Auszeichnung geehrt, deren Produkte scheinbar so gut waren, dass sie von anderen 1:1 kopiert wurden. Die meisten wollten aber mit Sicherheit lieber keinen Preis entgegennehmen, denn sie alle mussten durch die Plagiate Verluste hinnehmen. Doch der erste Platz, die Rollhundeleine Flexi Explore L, dessen Imitat genauso aussieht, nur leider gar nicht funktioniert, freute sich über die Trophäe, denn wir haben festgestellt, dass die uns das zum Teil nicht glauben, weil sie das so für so authentisch halten. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, dank ihrer Aktion darauf jetzt auch hinzuweisen, weil das gibt der Sache einen doch noch deutlich objektiveren Wert und wir können also jetzt dank ihrer Aktion ganz anders warnen davor. Vielen herzlichen Dank, auch im Namen der 300 Mitarbeiter, die wir in Bargteheide haben und die das Ding von Hand montieren. Mit Spaß haben die Plagiate in der Realität leider wenig zu tun. Hessens Wissenschaftsminister und Laudator Boris Rhein betonte die gefährlichen Sicherheitsfolgen von Fälschungen. Besonders im Falle von Maschinenteilen wie dem Druckmessgerät oder bei Medikamenten seien die Risiken enorm. Aus anderem Grund sind natürlich Fälschungen hochgefährlich, weil sie der Volkswirtschaft schaden. Sie klauen geistiges Eigentum, sie gefährden Arbeitsplätze und insbesondere tun sie eins, sie zerstören das, was Deutschland groß gemacht hat, nämlich Erfindungsreichtum, Erfindungen, Design und insbesondere Innovation. Rund 50 Milliarden Euro Schaden entstehen jedes Jahr durch Produktnachahmungen. Vor allem durch das Internet und die digitale Kommunikation stiegen die Fälle von Produktpiraterie in den letzten Jahren enorm an. Nun könnte man dem Kunden zugutehalten, dass er in vielen Fällen gar nicht erkennen könne, was nun original und was eine Fälschung ist. Die meisten Verbraucher kaufen bewusst Plagiate. Es sind keine Produkte oder keine Nachahmungen, die aus Versehen gekauft werden. Es gibt bestimmt, sagen wir, 20%, die aus Versehen gekauft werden, aber viele werden bewusst gekauft. Und allein am Preis erkenne ich das schon. Die meisten Fake-Anbieter werden durch die immer strengeren Kontrollen des Zolls geschnappt. Damit die Originalprodukte in Zukunft jedoch noch besser geschützt werden, sind in erster Linie die Käufer gefragt.